herzlich zur Feier unseres Gottesdienstes. Stellen wir uns vor Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Freue dich, Jerusalem, so steht es über diesem Sonntag der Fastenzeit. Freude, Vorfreude, gewiss im Blick auf das kommende Ostern. Aber vor allem, und davon sprechen die biblischen Texte an diesem Sonntag, weil Gott sich uns in Jesus Christus zuwendet, ja, rettet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, ewiges Leben haben. Lassen wir uns von Gott dieses Leben schenken, weit tiefer und weiter als unsere Lebenszeit. Leben, das tiefer reicht als der Tod. Leben, das im Grab nicht eingeschlossen bleibt, sondern das Leben, das in Gott seine Erfüllung findet. Bitten wir Christus dazu um seine Gegenwart in unserer Mitte. Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Lasst uns beten. Gott, wir kommen zu dir und sagen, wir danken dir, dass du für uns da bist. Hilf uns, dass auch wir für dich leben und für die Menschen, in denen du uns begegnest. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet,
nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Denn seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Wort des lebendigen Gottes. Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, sei jetzt. Es ist anders, als du denkst. In manchen Gesprächen oder Diskussionen kommt es zu diesem Punkt. Überleg doch mal. Nimm doch mal eine andere Perspektive ein. Es ist anders, als es du dir vorstellst. Manchmal sind andere es, die uns an diesen Punkt bringen. Denk doch mal nach. Manchmal sind wir selber, die das einbringen und sagen: Vielleicht sieht die Sache ganz anders aus. Ich habe den Eindruck, das Evangelium von Jesus Christus nimmt immer wieder diese Rolle ein. Das Evangelium Sonntag für Sonntag sagt uns: Es ist anders, als du denkst. Gott ist größer. Gott ist weiter. Gott ist tiefer.
als all das, was über ihn gesagt wird, ausdrücken könnte. Es ist anders, als du denkst. Nicht so kleinteilig denken. Und diese kleinteilige Last schleppt eine lange Überlieferung mit. Das Evangelium heute kann das sehr schön veranschaulichen, finde ich. Denken wir nur an das Wort dieses Evangeliums: Wer glaubt, wird gerettet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Vielleicht gibt uns das Evangelium auch an diesem Sonntag wieder diesen Hinweis. Sieh es doch mal anders. Keinen Zweifel lässt der Evangelist Johannes daran, wer Gottes Liebe nicht annimmt, der richtet sich selbst. Und dem Gedanken können wir mal nachgehen. Gott liebt die Welt so sehr, dass er Jesus Christus sendet, damit jeder, der ihm vertraut, ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und er fügt hinzu: Jesus Christus ist doch nicht da, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Also Gottes Absicht ist aufrichtend, nicht hinrichtend. Die Frage nach dem Gericht. Es ist eine Begegnungsfrage. Kann mir Gott so begegnen, dass ich mir seine Liebe wirklich schenken lasse? Wird die Kirche das eines Tages mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen aufnehmen? Wird sie das lernen? Sehr realistisch ist das Evangelium. Der Evangelist Johannes schreibt ganz am Anfang seines Evangeliums: Er, Gott in Jesus Christus, kam in sein eigenes, in unsere Welt, in seine Schöpfung, in unser Leben. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Vollkraft von Gottes Kindern. Ihn aufnehmen, ihn annehmen. Das ist das, was uns in dieser vorösterlichen Zeit angeboten ist. Sind wir bereit, die Liebe Gottes in Jesus Christus anzunehmen, damit sie wirksam und fruchtbar werden kann für uns selbst und für die Menschen, mit denen wir leben, für die Schöpfung, in der wir uns bewegen? Oder ziehen wir uns vor seinem Licht zurück in die Finsternis? Biblische Redeweise, metaphorisch. Die Bibel spricht in Bildern. Die Finsternis. Zitat: Das Licht kam in die Welt. Und der Evangelist sagt: Das ist das Gericht. Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, dass der christliche Glaube diese Seite der Wirklichkeit unserer menschlichen Existenz nicht ausblendet, nicht schönredet, nicht kleinredet. Diese Realität, das Finstere, das Böse, das, was noch nicht ans Licht gekommen ist, das, was unter dem Teppich gehalten wird,
das, was mit Tabus belegt ist, das, worüber wir nicht sprechen möchten, was wir gerne unter dem Deckel halten, was vertuscht wird, was keine Transparenz erfahren soll, aus unseren persönlichen Angelegenheiten könnten wir gewiss Beispiele finden. Und aus der Wirklichkeit unserer Gegenwart mindestens genauso viele, in Gesellschaft, in Politik und mitten in unserer Kirche, bei den Debatten, die notwendig geführt werden. Paulus erinnert seine Gemeinde daran, er nimmt im Grunde diesen Refrain auf: Es ist anders, als du denkst. Gott hält für dich einen Platz im Himmel bereit, aber nicht, weil du diesen Platz erkämpft hast oder ihn verdient hast oder einen Anspruch darauf hast, sondern aus geschenkter Gnade und Liebe. Und jeden Tag neu sind wir aufgefordert, dieses Gottesgeschenk wirksam werden zu lassen in guten Taten, guten Werken, im Liebesdienst. Ich kann nur das weitergeben und auch die Kirche kann nur das geben, was sie selbst empfangen hat, was sie selbst aufgesogen hat. Sagt Jesus nicht einmal, wer gibt denn seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Wer glaubt, wird nicht gerichtet, er ist schon gerettet. Der Blick der Kirche richtet sich in diesen Wochen immer mehr auf Ostern hin, auf den gekreuzigt Auferstandenen. Jeder Sonntag in der Fastenzeit führt uns ein Stück näher zum Karfreitag, wo wir das in Symbolik vollziehen, was Johannes mit Gericht meint. Wir schauen zum Gekreuzigten. Das ist das Gericht. Kann ich glauben, dass der da am Kreuz hängt, dass das der Gott ist, der alles für uns dran gibt? Der alles gibt für uns, der alles erträgt, damit wir nicht in unserer Misere hängen, stecken bleiben, versumpfen. Dass das der Gott ist, der uns vom Kreuz her seine Hand entgegenstreckt, damit wir nicht verloren sind, wie der Evangelist sagt, sondern das ewige Leben haben. Oder stehen wir vor dem Gekreuzigten und trauen und vertrauen dem, der da am Kreuz hängt, doch nicht so sehr, weil wir denken, ich muss mir das Leben selbst verdienen. Leistung, Erfolg, ich will auf Nummer sicher gehen. Das ist doch zu vage mit dieser Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Wer ihm vertraut, der das Leben für uns hingab, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben. Es ist anders, sagt das Evangelium, als wir oft denken und anders, als es vielleicht eine gewisse Pädagogik irgendwie in uns festgeklopft hat. Gott ist viel größer als unser Herz. Kehrt um und glaubt, sagt Jesus. Und freut euch, es ist anders, größer, tiefer, schöner, als wir denken. Sprechen wir uns einander den christlichen Glauben zu. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, um Licht in unsere Dunkelheiten zu bringen. Auf jede Bitte wollen wir antworten, Gott stehe ihnen bei. Wir vertrauen dir die Erkrankten an, die Gefährdeten, die besorgten Menschen und alle, die andere umsorgen. Wir bitten, Gott stehe ihnen bei. Wir verbinden uns mit allen, die sich durch die Beschränkungen bedrückt fühlen. Wir denken an alle, deren Sorgen wachsen, und besonders an die Kinder und Jugendlichen. Wir bitten, Gott stehe ihnen bei. Wir bitten dich für alle, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen und dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Wir bitten, Gott stehe ihnen bei. Für alle, die glaubwürdig ihr Bestes geben und für alle, die sich um Transparenz bemühen, Politik und Gesellschaft, in Kirche und Wirtschaft. Wir bitten, Gott stehe ihnen bei. Wir vertrauen dir die Menschen an, die in kirchlichen und sozialen Einrichtungen den Glauben leben und bezeugen. Und alle, die für den Zusammenhalt in der Gesellschaft arbeiten. Wir bitten, Gott stehe ihnen bei. Wir bitten für unsere Verstorbenen. Und für alle, die um sie trauern, für alle, an die wir persönlich denken und für die Toten, an die niemand mehr denkt. Wir bitten, Gott stehe ihnen bei. Lebendiger Gott, du hast uns deinen Sohn gesandt, um die Welt zu retten. Wir danken dir und preisen dich im Heiligen Geist heute bis in die zeitenlose Ewigkeit. Amen. Thank you.
Gott, wir bringen uns selbst mit und diese Gaben. Gewähre, dass Jesus Christus bei uns ist mit dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung, dass er unser träges Herz ergreife und löse von aller Selbstbefangenheit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, immer und überall zu danken durch Jesus Christus. Er hat uns aus der Finsternis zum Licht des Glaubens geführt und er macht uns zu seinen Kindern durch die neue Geburt aus dem Wasser der Taufe. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Loblied deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist die Quelle aller Heiligkeit. Wir kommen vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag, den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab. Heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod und Auferstehung und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis von Tod und Auferstehung Jesu Christi. Wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir danken dir, dass du auch uns berufen hast, vor dir zu stehen und mit dir zu leben, und bitten dich: Schenke uns Gemeinschaft in Christi Leib und Blut
und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke aller Christen auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Einheit und in der Liebe, in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Felix, allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche berufen und bestellt sind. Wir empfehlen dir unsere lieben Verstorbenen. Sie sind entschlafen in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit wir das ewige Leben finden, in Gemeinschaft mit Maria, der seligen Jungfrau und Gottesmutter, mit deinen Aposteln und allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn Jesus Christus folgend beten wir miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus schenkt uns seinen Frieden, er ist unsere Versöhnung. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt.
Lasst uns beten. Gott, die heilige Eucharistie, die wir gefeiert haben, durchdringe uns mit ihrer Kraft. Sie vertiefe unseren Glauben und mache uns stark in der Hoffnung. Sie entzünde in unseren Herzen Werken der Liebe. Und wir bitten dich, lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Er segne und bewahre euch der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Die Messdienerinnen und Messdiener haben Osterkerzen gestaltet, die sehr schön geworden sind. Und die werden jetzt im Kreuzgang auch gegen eine angemessen gute Spende verkauft. Und machen Sie davon herzlich Gebrauch. Ich glaube, ihr habt noch einige da, obwohl nach der Messe soeben schon etliche verkauft worden sind. Ich wünsche allen einen guten Fastensonntag. Danke. Geht hin in Frieden. Danke. Und ich habe noch vergessen, mich zu bedanken beim Vokalensemble unter Leitung von Herrn Bopual, die den Gottesdienst so schön mitgestaltet haben. Vielen Dank auch dafür. Sie laufen durchs Bild. Wenn Sie hier vorne hergehen, wenn Sie hier vorne hergehen.